Also auf dem Set von Schlussmacher zu sein, ist einfach extrem cool. Ich war schon echt nervös, aber es hat sich dann mit der Zeit gelegt, weil Matthias ist ja echt super cool, also nimmt einem total die Aufregung. Ja, dann hat es super Spaß gemacht. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier am Set von Schlussmacher. Ich halte gerade eine Riesenrede mit dieser Szene. Es macht tierisch Spaß, man sieht die Mitarbeiter, die Laune. Ja, das ist allgemeine Freude am Set. Naja. Wir sind jetzt hier gerade bei den Kollegen von Scholz & Friends in der Werbeagentur. Das ist ein Wahnsinnsgebäude, was architektonisch einfach fantastische Bilder ermöglicht. Mit Steadicam draußen, die in den Kran gestiegen ist, in den Korb und auf 40 Meter Höhe hochgerast ist. Die Dreharbeiten sind sehr schön, weil sie eben auch eine gewisse Spontanität haben. Wir haben jetzt erstmal Zwangspause. Blöd jetzt. Ja, jetzt haben wir hier Feueralarm in einem unserer Sets, warum auch immer. Wir wurden jetzt gerade evakuiert unter schwersten Bedingungen und wir müssen jetzt warten. Wahrscheinlich wird der Dreh abgebrochen, der Film nie zustande fertig werden, aber da müssen wir jetzt durch. Der einzige Begriff, den man jetzt hier noch anhören kann, ist wirklich Scheiße. Das ist Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Feueralarm vorbei. Sibylle, ich habe gehört, du bist gefragt worden, was du für mich tragen müsstest, damit du mir gefällst. Daraufhin hast du geantwortet, einen Kasten Bier. Das finde ich nicht schön. Ich möchte Schluss machen.